begrüße euch zu einem neuen Video von mir. Heute habe ich eine Rezension wieder für euch. Und zwar zu einem Sammelband. Also das sind mehrere Bücher, die Autorin vorher als E-Book rausgebracht hat. Und jetzt hat sie es quasi alles zusammen in ein Buch gepackt. Ihr seht das Cover hier neben mir rechts eingeblendet. Und zwar Black Angels MC Rocker Club von Bärbel Muschiol. Also in diesem Buch geht es um die Black Angels, ist auch ein sehr mächtiger MC in Berlin, die die Stadt eigentlich fast schon beherrschen. Ja, die Feinde brauchen sich gar nicht aussuchen, die lauern eigentlich quasi hinter jeder Ecke. Nur eins fehlt den einzelnen Member noch, und zwar eine Old Lady zu ihrem Glück, sagen wir mal so. Ja, und der eine oder andere lernt seine Old Lady in einer sehr, sagen wir mal, ungewöhnliche Situation manchmal kennen, aber auch manchmal ein bisschen lustig. Und der erste, der seine Old Lady kennenlernt, ist der Präsident, der Jack. Und zwar aufgrund dessen, weil die beste Freundin von Pepper, also er heißt sie Penelope, wird aber Pepper genannt. Die haben gerade ihr Abitur eben fertig und jetzt sagt die Freundin, die geht immer auf diese Partys von diesem MC, immer am Freitag, also immer Wochenende immer, und sagt, das ist ganz toll, ist was anderes, komm mal ein bisschen raus aus dir, und dann, ja, kommt es, wie es kommen muss, lernt sie eben den Präsidenten kennen, wo sie vorher gar nicht weiß, dass das der ist, und wow, beschimpft ihn als Bürohengst, weil er halt anscheinend auf seinem Schreibtisch sehr viele Papiere liegen hat, und natürlich gehört es auch dazu, dass man, aber denke ich, auch als First dann die Buchhaltung macht und alles und sich halt mit Zahlen beschäftigen muss und so. Ja, und dahinter lässt sie anscheinend doch einen bleibenden Eindruck bei ihm. Und ja, es kommt zusammen, was zusammen gehört quasi. Und bei all den anderen Members ist es genauso. Also ob es jetzt eine ist, die auf Süßigkeiten steht, das heißt, es gibt einen Member, der sich in eine verliebt, die eigene Pralinen herstellt. Dann gibt es eine, die aus einem kleinen Dorf in Bayern nach Berlin flieht, um einfach aus ihrem Trott einfach ein bisschen rauszukommen, aus dieser wohlbehüteten Landidylle endlich rauskommen in die Großstadt, in die Hauptstadt kommen will. Ja, und alles andere als glücklich ist, wie sie da jetzt eben ihren Anfang da machen soll oder wie sie ihren Beginn da gestalten soll in Berlin. Eine andere, ja, tickt ein bisschen rum. Aber wie gesagt, für jeden Rocker die passende Lady. Ich fand es ein toller Sammelband. Es ist für jeden was dabei. Also wer von euch einfach mal Lust hat, einen anderen MC kennenzulernen oder vielleicht bisher noch nicht in Berührung gekommen ist mit ihren Büchern, der ist auf jeden Fall bei diesem Buch genau richtig. Und ja, mir hat es wirklich sehr gut gefallen. Also für zwischendurch ist es auf jeden Fall was. Es sind Kurzgeschichten, sind nicht zu lang. Ist auch gut. Also man lernt die Paare ganz gut kennen. Natürlich kommen die einen, die sich im letzten Buch kennenlernen, auch in einer anderen Geschichte auch vor, aber das ist ja auch in Ordnung. Und ja, die Rezension, die findet ihr wie immer auf meiner Lovibooks-Seite. Habe ich euch unten in der Infobox verlinkt. Wenn ihr Fragen zum Buch habt oder Fragen zu mir, ganz egal, dann könnt ihr die gerne stellen natürlich. Einfach unten in die Kommentare reinschreiben. Dann werde ich jede Frage von euch beantworten. Und natürlich noch zu meiner Bewertung. Habe ich fast vergessen. Und zwar habe ich das Buch mit 4,5 bis 5 Sternen bewertet. Weil, wie gesagt, einfach sich gut lesen lässt und weil einige Geschichten schon ein bisschen ähnlich sind, aber trotzdem lernt man alle Protagonisten, um die es geht, eben sehr gut kennen auch, und auch die Schwierigkeiten, die am Anfang da sind beim ersten Kennenlernen, also sehr skurrile Situation, auch man muss mal ein bisschen schmunzeln, finde ich, und man denkt, ah, okay. Ja, und wenn euch dieses kleine, aber feine Video gefallen hat, dann lasst mir doch bitte einen Daumen nach oben da. Wenn ihr meinen Kanal abonnieren wollt, wenn ihr euch vielleicht schon ein paar Videos von mir angeschaut habt und denkt, oh ja, die macht ganz tolle Videos, die Maria, dann sehr, sehr gerne. Den Link zu meinem Kanal, den findet ihr wie immer unten in der Infobox, habe ich euch unten verlinkt.
Oder einfach hier rechts auf Abonnieren klicken. Dann wisst ihr immer, wann ich ein neues Video hochgeladen habe. Könnt mir auch Vorschläge schicken, wann ich, was ich als nächstes im Video machen könnte. Bin sehr offen für Ideen und Vorschläge auf jeden Fall. Könnt ihr mir auch gerne unten in die Kommentare schreiben. Ich freue mich über jeden Kommentar, über jeden Like. Und dann würde ich mich jetzt gerne von euch verabschieden. Dann hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Video hier wiedersehen und sage Servus und Baba. Ciao!